Seid gegrüßt, meine lieben Freunde, und schön, dass ihr am Start seid. Ne? Gerade so bis in der Weihnachtszeit, was gibt es Schöneres, alles gerade ein frisches Video von Mimi anzuschauen. Und zwar hat er gerade eben ein Video, jetzt ist der 10.12., ich weiß nicht, ob ich das Video heute schon hochlade, jetzt am 10.12., weil es meine ganzen Videos immer gelb. Lee Clermacher versucht, mich sperren zu lassen. Ja, also wenn das mal keine brisante Nachricht ist, dann weiß ich auch nicht. Wir gucken uns den ganzen Heinz-Peter jetzt mal an. Vielen Dank, by the way, für den ganzen Support hier auf dem Kanal. Es ist unglaublich. Wir haben jetzt diesen Monat 100.000 Aufrufe erreicht, 17.000 Abonnenten erreicht. Wir machen gerade jeden Tag 100 Abos. Ich verstehe die Welt nicht mehr, weil das so viel. Das ist wirklich so, das ist so krass viel. Wir machen hier gerade jeden Tag knapp 100 Abos. Das ist mehr, als ich auf meinem Hauptkanal mache. Warum mache ich eigentlich noch YouTube? Warum mache ich es eigentlich noch? Also warum gebe ich mir noch Mühe für YouTube-Videos? GG an der Stelle. Wir gucken uns das auf jeden Fall mal an und let's go. Ja. So Leute, es ist ja nichts Neues, dass Videos von mir gesperrt werden und das auch noch aus fadenscheinigen Gründen. Und so hat es auch Payback19 getroffen. Aber was war eigentlich der Grund? Ich hatte auf Twitter am 19.11. mitgeteilt, dass das Video gesperrt wurde wegen gewalttätigen kriminellen Organisationen. Ich wusste natürlich nicht, was ich mir darunter vorstellen sollte. Also habe ich in den... Also die Hintergrundmusik ist ein bisschen penetrant hier. Einigkeiten, rechte Feinde, ist aber die Nationalhymne nur halt in schlecht. In AGBs geschaut und jeder angeführte Punkt oder jedes Beispiel hat darauf hingewiesen, dass Terrorismus nicht erlaubt ist, man keine Inhalte davon verbreiten soll, keine Mitglieder anwerben soll, Taten verherrlichen soll, Geiseldramen, dies, das. Wer meine Videos kennt, weiß, dass es völlig aus der Luft gegriffen ist, aber trotzdem wird das zur Sperrung meiner Videos verwendet. Zuletzt auch bei Payback 22, wo ich letztendlich dann doch aber recht bekommen habe. Ich werde oft gefragt, ob ich denke, dass Leon was mit meinen Sperrungen zu tun hat. Und bis vor kurzem habe ich da immer gesagt, keine Ahnung, ich glaube aber eher nicht. Ich habe da steht auch meistens da, wer der Antragsteller ist. Wenn jemand einen Strike dir reindrücken möchte oder dir jemand einen Strike reindrückt, so war das damals bei mir. Ich wurde von Flotastic damals gestrikt, weil ich ein Bild von ihm verwendet habe. Und ich meine, es ist ein gutes Recht, mich dann striken zu lassen. Ne? Ist zwar ein bisschen schade wegen dem Bild, aber es ist egal. Er hat mich gestrikt und bei mir stand damals auch da, Antragsteller von, und dann war der Name von Flotastic am Start. Und ja, also letztendlich kann man das im Prinzip sehen, aber wenn es ein Netzwerk macht, siehst du halt bloß den Netzwerkname, und ich glaube, YouTube kann es auch so striken lassen, wenn die Inhalte gemeldet wurden, und dann steht halt gar nichts da, weil dann weißt du halt nicht, von wem es kommt, dann ist es wahrscheinlich YouTube selber gewesen. Zumindest kein Hinweis darauf, dass das von Leon ausgeht. Bei Payback 19 ist nun allerdings was passiert, was ich selber sehr, sehr merkwürdig finde. Denn am 22. November habe ich von YouTube eine Deaktivierungsanfrage bekommen. Dann ist es von jemandem. Dann ist es von jemandem. Weil wenn du eine Anfrage bekommst, dann ist es nicht YouTube, sondern dann ist es eine Person, die das gemacht hat. Dass sie eine Urheberrechtsverletzungsanfrage bekommen haben zu Payback 19, sich allerdings dazu entschieden haben, dass ich nichts falsch gemacht habe. Und jetzt kommt's, die haben mir den gesamten Text weitergeleitet, den sie gegen mich... Oh was? Jetzt kommt's, God, aber ganz, die warte. Haben mir den gesamten Text... Nutzername Leon Masch... Warte ganz kurz. Name ist der Name des Urheberrechtsinhabers, Firmen bla bla, Rustem Ramay, vollständiger Name, Alias, Nutzernamen oder Initialen können nicht eingegeben werden, Rustem Ramay. Rustem Ramay, lol, der heißt Rustem Ramay. Leon Mercher heißt mit bürgerlichem Namen Rustem Ramay. Was? Was? Okay, ja, dann war es Leon Mercher, ja. Text weitergeleitet, den sie gegen mich zumindest erhalten haben von irgendeinem Anwalt. Also irgendein... Und das Ganze... Was? Wie geil ist das denn? Anwalt. Also irgendein... Hurensohn. Und das Ganze wurde von Leon unterschrieben. Und sie haben mir auch weitergeleitet, was sie dem Antragsteller, also Leon Mercher, geantwortet haben. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Leon das überhaupt weiß, dass YouTube ihn hier verpetzt hat. Aber jetzt können wir mit Sicherheit sagen, dass Leon aktuell Anwälte bezahlt, um mich sperren zu lassen. In dem Schreiben ist explizit vom Strike gegen mich die Rede. Und dass Leon mir auch gar nicht die Erlaubnis gegeben hat, Teile aus seinem Video zu zeigen. Das ist schon etwas komisch, denn damals, als Leon auf Vorwürfe von Unge eingegangen ist, meinte er noch so: Jedes Video, was von Mimi wurde geclaimt oder gesperrt von Leons Netzwerk, weil alles von Leon geclaimed und gestrikt wird. Digga, nur weil wir nicht darüber reden, nur weil wir dich nicht angeprangert haben, du kleiner Hund, nur weil wir dich nicht angeprangert haben. Digga, was laberst du für einen Scheiß gemacht? Das ist eine Lüge, Digga. Scheiße, das heißt, ich wäre jetzt geclaimed mit dem Video, weil ich gerade Leon Mercher hier zeige? Fuck. Alter, schon wieder Schach gegen mich selbst gespielt. Ich hasse mich, Mann. Das kann sogar Mimi bestätigen. Das ist eine scheiß Lüge, Digga, von dir. Du
verbreitest Lügen im Internet, Mann. Über mich. Was erlaubst du dir, Mann? Wo ist der Beweis, dass ich die Videos von Minen sperre? Claimen? Ja, aber ich sperre nicht seine Videos. Ich sprite nicht seine Videos. Ich lasse die Videos nicht sperren. Post mal kurz ein paar Screenshots. YouTube sperrt die Videos von Mini selbst. Ich habe noch nie ein Video von Mini gesperrt. YouTube sperrt sie wegen Mobbing, wegen irgendwelchen komischen Bildern oder keine Ahnung was. Mann, YouTube sperrt sie von alleine. Da hat mein Netzwerk nichts damit zu tun, oder ich? Was, ey, das regt mich so auf, Mann. Der sagt, alles wird von mir geklemmt und gestrikt. Klemmen kann passieren, aber ab jetzt nicht mehr. Ihr könnt reagieren. Für mich kein Problem, Digga. Jetzt habe ich mit meinem Netzwerk geklärt, wenn Leute reagieren, kein Problem, Digga. Sollen die reagieren. Aber striken, das habe ich nie gemacht, Digga. Also auf deinen Content reacten darf man, aber wenn ich was zu deinem Content sage, versuchst du meine Videos hinterrücks dann mit Hilfe von Anwälten zu sperren und berufst dich hier aufs Urheberrecht? Junge, in welcher Welt lebst du? Dann behauptet er noch vor Google, dass ich keine richtige Quellenangabe gemacht habe, wobei ich wahrscheinlich einer der wenigen YouTuber bin, wo man den Titel des Originalvideos ganze Zeit sieht und sogar mit exakter Zeitangabe. Des Weiteren beschwert er sich darüber, dass ich die Autoszene eingeblendet habe. Ja, ich denke, er meint jetzt bestimmt mit Quellenangabe, dass man halt den Link zum Video sieht im Video. Was, ich weiß nicht, inwiefern das relevant ist, aber ich glaube, durch den Link weißt du halt ganz genau sozusagen die Quelle. So kann es ja Doubles geben. Ja, wobei eigentlich ist es auch unrealistisch. Im Prinzip ist das ja schon relativ gut gezeigt mit der Watchtime, beziehungsweise hier mit dem Balken, wo man sehen kann, wie die Zeit ist und so und den Aufrufen. Eigentlich kann man genau identifizieren, welches Video das ist. Aber nichts weiter zu der Szene gesagt habe, also greift das Zitatrecht ja nicht mehr. YouTube hat zwar das Gelaber des Leon-Anwalts abgelehnt, aber ich will ja kein Unmensch sein und lade das Video halt nochmal ohne diese sinnlose Autoszene hoch. In der Summe sehen nun noch mehr Leute das Payback 19, aber scheinbar war das ja das Ziel von Leon. Dann kritisiert er noch, dass ich die Szenen eingeblendet habe, wo ich kommentiert habe, dass sie von der Badeanstalt durch einen Zaun zu einem Keller hingelaufen sind. Sie sind hier am Brunnen im Wellenbad, dann gehen sie raus, klettern dann durch den Zaun, laufen dann an einem Schacht vorbei und dann landen die irgendwann bei einem Keller. Das fällt laut Leons Anwalt auch nicht unter das Zitatrecht, weil ich ja nichts hinzufüge, sondern nur kommentiere, was man im Video sieht. Ja, warum kommentiere ich eigentlich, was im Video zu sehen ist? Weil ich damit in 9 Sekunden zusammengefasst habe, wofür Leon über eine Minute gebraucht hat. Leons Anwalt hat hier Google übrigens angelogen bei der Zeitangabe. Es waren nämlich nur 9 Sekunden und die bleiben auch im Video. Ich werde nur meinen Arsch drüber kleben, denn von meinem Arsch bin ich der Urheber und dein Anwalt kann sich ficken. Jetzt ist wieder Solmecke gekommen und zitieren, du Hurensohn. Vielleicht noch ein Hinweis an Leon, falls du das nicht mitbekommen hast, die Paybacks enden noch dieses Jahr. Du ziehst das hier nur sinnlos in die Länge und du stehst durch solche Moves noch ekelhafter da als so schon. Oder um es in deinen Worten zu sagen, du denkst, du spielst Schach, aber du spielst nicht Schach, Digga. Du spielst Schach gegen dich selber. Ich verstehe, dass du mich um jeden Preis von der Plattform kriegen willst, weil du weißt, dass ich viele Dinge über dich erzählen kann, du aber nicht über mich. Aber mach dir keine Sorgen, ich habe die Paybacks bereits entschärft. Ich werde nicht leaken, was du in Thailand so getrieben hast. Und was du mit dem Mädel und dem körperlich Behinderten zu fünft auf der Sternschanze gemacht hast. Oder dem 8-Jährigen auf dem Fußballplatz. Oder die ganzen Stories mit den Inhabern von den damaligen Facebook-Seiten. Ich habe gar keinen Bock auf das juristische Hin und Her, was dadurch entstehen wird. Wer Leon 2022 noch gucken will, soll das machen. Juckt mich dann auch nicht mehr. Leons Zuschauer werden nach den Paybacks genauso dumm sein wie vor den Paybacks. Also kann ich mir den Jura-Scheiß auch sparen. Jo, Leute. Also, ey, das Video war sehr, sehr geil. Im Prinzip auch traurig natürlich. Aber es war echt lustig. Also das tatsächlich war es echt lustig, vor allem auch gerade zum Schluss die Wörter, die er rausgehauen hat, stark. Also ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich finde auch diese Masse an Leon-Videos oder an ApoRed-Videos und was weiß ich, ist echt ein bisschen zu viel in meinen Augen, aber trotzdem immer wieder unterhaltsam. Ja, man kann sagen, was man will, aber Mimi gestaltet die Videos immer wieder unterhaltsam. Ich finde es krass, das Ding ist halt, Leon ist momentan eh gerade auf einem Trip, wo er mit jedem Beef anfangen will, der mit Standard-Skill will er sich boxen, mit Kuchen-TV will er sich boxen und keine Ahnung, man merkt so richtig, dass ich weiß nicht, ob der gerade Promo machen will, aber auf jeden Fall will er jetzt gerade mächtig viel Reichweite generieren durch irgendwelche Beefs, die er da anzettelt. Ja, also mir persönlich ist es scheißegal, der kann von mir aus machen, was er will. Ich persönlich interessiere mich für Leon Mascher echt null, ich gucke seinen Content nicht, ich gucke seinen Content auf Instagram nicht und selbst wenn er irgendwo Beef anfängt, gucke ich den Content trotzdem nicht, ja. Das Einzige, was ich halt mitbekommen habe, ist das Standard-Skill Leon Mascher-Ding, aber auch nur auf Standard-Skills Instagram-Seite, bei dem folge ich wenigstens noch. Ja, keine Ahnung, was momentan mit ihm los ist. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es so weitergeht und ich hoffe mal, dass, auch wenn er sagt hier, der juristische Kram, darauf hat er keinen Bock, ich hoffe trotzdem, dass da noch ein paar Informationen kommen, weil das lange ist schon ziemlich heftig, ja. Ja, in diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuschauen.
Sollte das Video, na ist egal, ich sage jetzt nicht zeitlich, wann jetzt wieder das Video kommt, aber sollte euch das gefallen haben, lasst gerne Bewertung da, schreibt gerne 73 in die Kommentare und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Morgen, Mittag oder Abend und wie heißt es so schön, Stängchen ans Wängchen, euer Alpha Kevin und ciao.